Die neuen Hordentöpfe für 2021. Also um die wichtigste Aussage gleich vorwegzunehmen, da hat der Kaspar Döhle vom Ausrüster schon ein Video auf Facebook vorgelegt. Herzlichen Dank, Kaspar, für deine Einschätzung an dieser Stelle, denn diese Töpfe sind stapelbar. Und zwar der große 12-Liter Topf, der mittlere Topf mit 8 Liter und die Version mit 6 Liter. Da haben wir wunderschön stapeln. Wir gucken aber etwas mehr ins Detail rein. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier in unserer Jotte. Draußen hört ihr der Regen prasseln. Das ist wie immer der richtige Moment, um hier reinzusitzen und einfach neue Dinge auszuprobieren oder neue Dinge uns anzugucken. In dem Fall haben wir hier drei Hordentöpfe. Diese Geschichte Hordentöpfe, die ist seit Jahren, ich sage jetzt mal so ein bisschen der wunde Punkt, wenn ich unterwegs sein will. Es gab lange Jahrzehnte ein sehr schönes Topfset, was in sich drei verschiedene Topfgrößen nestbar war. Es gab einen kompakter Satz Töpfe mit 4,5, 8 und 12 Liter. Dann hat der Hersteller vor ein paar Jahren das System eingestellt. Und seitdem kam immer mal wieder ein Hordentopf auf den Markt, der versucht hat, die Nachfolge auch anzutreten für dieses Set. Wir haben jetzt hier wieder eine Variante aus Edelstahl. Und die wichtigste Frage, die dann gleich kam, war, ja, passen diese drei verschiedene Größen denn ineinander? Es sind sehr schöne Töpfe, sie sind aus Edelstahl, sie haben tatsächlich, und das war das, was an dem Set hier jetzt der größte Vorteil erscheint, sie haben wieder einen Pfannendeckel. Das heißt, ich kann hier tatsächlich diesen Deckel ohne Knauf auf der Außenseite als Pfanne verwende und habe damit Topf und Pfanne dabei, wenn ich einen Topf dabei habe. Sie haben einen massiven Henkel. Der Henkel wird uns aber auch noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten und sie haben eine ordentliche Aufhängung. Das ist alles stabil und ordentlich angepunktet. Jawohl. Aber die spannende Frage, ja, passen sie denn ineinander rein? Und dann nehmen wir jetzt mal den 8 Liter Topf. Und setze den hier auf den 12 Liter Topf. So, und da sehen wir schon, es scheitert an der Henkel. Die Henkel passen nicht in der Topf rein. Also auch wenn ich den jetzt nach unten schlage, beim klassischen Set, ich krieg den Topf hier nicht da rein. Und wenn man jetzt noch sieht, dass die 6 und die 8 Liter Variante sich im Prinzip nur durch die Höhe unterscheiden, also die Deckel hier sind schon mal identisch, der Durchmesser ist auch identisch, das passt leider nicht ineinander rein. Insofern kann ich die so ein bisschen Platz reduziert unterbringen, aber ich kann sie nicht nesten, also ineinander stapeln. Das passt einfach nicht. Nichtsdestotrotz, es ist ein schönes Set. Ich habe endlich wieder drei verschiedene Topfgrößen zur Auswahl vom gleichen System mit, wie gesagt, 6 Liter, 8 Liter und 12 Liter. Da bin ich relativ flexibel, je nachdem, mit wie vielen Personen ich unterwegs bin. Oder ich nehme einen großen Topf und einen kleinen Topf mit. Wobei, das wäre jetzt noch die Überlegung, passt der kleine Topf denn in der 12er Topf rein? Aber auch hier habe ich einfach diesen Topf, der da nicht reinpassen will. Aber ich habe tatsächlich die Möglichkeit, hier mit Topf und Pfanne zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, hier mit dem Topfheber diesen Deckel auch zu halten oder für den Transport, damit ich den Deckel nicht verliere und Dinge einfach im Topf auch transportieren kann, das Ganze mit dem Gurt auch wieder zuzumachen. Ja, von daher sind es schöne Töpfe. Sicherlich praktisch. Sie sind stabil, sie haben einen ordentlichen Henkel, sie haben eine Pfannendecke, sie haben einen angerundeten Topfboden.
allerdings trotzdem flach, dass er gut steht, aber ich auch im Prinzip mit dem Löffel schön drin rühren kann. Sie sind aus Edelstahl, also ich habe hier keinen Aluabrieb mehr. Ja, ich würde mal sagen, unverwüstbar und sicherlich auch wieder für Generationen geschaffen. Von daher bleibt spannend die Frage, was man als erstes mal drin koche. Für heute soll es dabei bleiben, einfach nur die Frage geklärt zu haben, sind sie denn nestbar? Nein, sind sie nicht. Aber sie haben ihre hübschen Vorteile mit Trinkel und Pfannendeckel und verfügbare Möglichkeiten. Von daher freuen wir uns, dass dieses Topset hier jetzt verfügbar ist. Für euch als erfindungsreiche Köpfe, wenn ihr in der Kopfindustrie tätig seid, dann macht doch mal jemand wieder so ein nestbares Set. Es darf ja aus Edelstahl sein, es muss kein Alu mehr sein. Aber ich hätte gerne einen Topf, wo die zwei kleineren Größe jeweils ineinander reinpassen. Und der Deckel oben drauf, ein Pfannendeckel, der dann einfach zu ist. Und dann habe ich einen Topf oder ein Set in einem Packstück mit drei Pfannendeckeln und drei unterschiedlichen Töpfen und das Ganze kompakt zusammengepackt. Sowas hätte ich gern. Wer da sich mal wieder stark macht, der kriegt einen Daumen hoch. Bis dahin sage ich Dankeschön. Tschüss, euer Ralf von Jodeland.